Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their papa, where they hope to find peace. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Oh, wie süß! Ja, es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich Life is Strange 2 gespielt habe. Gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe es einfach vergessen. Und hatte zwischenzeitlich auch große Speicherplatzprobleme. Habe jetzt eine neue externe Speicherplatte bekommen und dementsprechend wieder Platz. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Lift something else. Not too heavy, though. I'm a little tired. Ja, ich kann mich so langsam aber sicher wieder dran erinnern. Trüffel war, glaube ich, aber um einiges kleiner, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. I'm so glad Daniel took this little girl with us. Ach, Trüffel ist ein Mädchen. Ich dachte, Trüffel wäre ein Junge. Okay. Gut, halte E, um mit Daniel zu interagieren. Was er aber nicht tut. Okay. Not your usual shooting range, right? How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure, look. That's awesome, dude. You're getting way better at this. Und okay. Wie ihr euch sicher noch erinnern könnt, beziehungsweise wie man ja auch hier sehen kann, Daniel ist unser kleiner Bruder Trüffel. Den haben wir sozusagen ja, gerettet oder wie auch immer man das jetzt sagen soll. Und wir sind auf der Flucht. Unser Bruder Daniel hat Superkräfte. Hier steht, dass wir uns... Oh Gott, können wir uns nur mit den Pfeiltasten bewegen? Das ist aber nicht so toll. Welcome to Telekinesis 101. Please don't kill your teacher. Ja, das wäre ganz gut, wenn er den Lehrer nicht umbringt. Ich dachte eigentlich, wir könnten uns mit ASWD ganz normal bewegen, aber anscheinend nicht. Das ist natürlich ein bisschen krampfig jetzt für mich. Da sind verschiedene Stellen. Daniel is learning so fast. Den wonder Stein. What the limits are. No fucking clue what happened to Daniel. But at least I can help. Can you throw this rock in the river? Oh yeah. Just watch. Hmm.
macht ihm aber anscheinend doch schon so ein bisschen Probleme. So, was ist mit Trüffel? Oh, you could try and lift Mushroom. Are you kidding? I don't wanna hurt her. Yeah, yeah, you're probably right. Let's leave the puppy out of this. Ich hätte den Welpen nämlich jetzt nicht hier als Ziel ausgesucht. Dude, it's getting late and cold. Let's get done with this practice session. Das heißt, wir sollen die nochmal hochheben lassen? How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Holy shit! I did it! Like a boss. You're getting good at you this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Oh, come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool. Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. Aw, that sucked. How about one more? Ready? Yes! Look! Look what I can do, Sean! I knew that you could. I've taught you well. But you, you're a master student. Hey, that still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just... a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Okay. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Wir sollen unsere Ziele kontrollieren. Sean's Inventarziele. Die Feldflasche füllen. Okay. Welche Feldflasche? Haben wir eine Feldflasche? Nicht. Means before we head back. Ja, und er hat's auch gerade noch gesagt. That cough has been going on for days, Daniel. I really don't like that. I told you. So, ich habe jetzt mal eben die Steuerung auf ASWD eingestellt, weil es ist doch sehr krampfig, wenn ich hier mit den Pfeiltasten spielen muss. Ich weiß immer noch nicht, welche Pfeiltaste, welche Feldflasche wir hier eigentlich... Ah, da hinten. Okay, kann ich eigentlich springen? Okay, ich kann nicht springen. Geh mal weg da. We should fill these up now. Ja, das ist mir schon klar. Ich will das eigentlich auswählen. Wieso kann ich das nicht? Ach so. Ah, okay. Here we go. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Ja, fauler Ranger ist er ja eigentlich, ne? Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. It's fine out here. There's no one to hear you curse. Say whatever the fuck you want. Cool. Tolle Kindererziehung von mir, ich weiß. Find,
Oh, ein Dachsbau, oder? Finding that house was a miracle. Not again. But I'm a family of rabbits lives out here. Just like us. Hey, it's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear, or worse. What's worse than a bear in Nano? I don't know. Wolves? Don't worry. We're the only wolves around. Ow! Ich will ihm jetzt keinen Streich spielen. Aber ich will wissen, was das ist. Look, Daniel! I think I saw that rabbit from the other day. He's trying to get home. Ooh! I want to see the bunny! Fuck! Sean! My hand! Das war jetzt aber ein fieser Streich. Oh, dude. Your face. Sean, you suck. Come on, Daniel. I was just kidding around. Moron. Oh! Almost forgot to check our traps today. Here's a Falle. I don't know if I could gut an animal anyway. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den Streich fand ich jetzt überhaupt nicht lustig, weil solche dummdämlichen Streiche einfach nicht lustig sind. Moment, sind wir jetzt hier? Sind wir jetzt hier bei dem Typen von Captain Spirit hier, bei dem Jungen? Das sieht doch genauso aus, ne? Daniel's definition of a cool snowman. I like it. We really nailed it with his two-headed snow ogre. Yeah. They're really badass. And Mushroom isn't even afraid of them anymore. Right, puppy? Weil ich kann mich noch dran erinnern, als wir Captain Spirit gespielt haben, das haben wir auch schon durchgespielt, dass er ihn da gerettet hat. Zumindest sind die da wohl irgendwie aufgetaucht und seitdem denkt er, er kann Daniel's fliegen. Getting cold. Let's get inside and warm him up. Runaway millennials. And part-time forest squatters. At your service. How old are these kids today? Mushroom is so funny when she plays in the snow. Das ist noch eine Falle. Yep. Now me tonight. Hey, get over here. What kind of dog were you, Sandy? A cool stray mutt like our little mushroom. Das war doch gar kein Streuner, oder? Ich müsste jetzt nochmal gucken, aber... Daniel helps me slice wood by holding the logs with his power. Pretty useful. Also kein Mischling, das würde ich sagen. Too bad this wood is rotten. We had to cut some more to keep the house warm. They must have moved out. Maybe to another state. But... They left all their stuff behind? I don't know, man. Maybe they live in Florida and only come here every 10 years. Maybe they got tired of these woods. I kind of like it here. It's way cooler than that crappy town where the shelter was. I miss my friends. And my room. Sometimes. Yeah. Manchmal. Me too. I train Daniel. Daniel can train Shroom. Yeah. Hallo. Du sollst mit dem Hund spielen. I train Daniel. Ja, ich weiß. Daniel can train Shroom. Trotzdem soll der mit dem Hund spielen. Are you getting hungry? Not really. Really? I'm getting hungry. I can. You eat like a bear, but you don't gain any weight. That's because I work it off. Okay, anscheinend will er das nicht. We tried to fish in the river, but we really sucked. Also Angeln an sich ist nicht schwer, aber man braucht halt Geduld dabei, ne? Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Mist. I feel like this month has just flied over us. Ich wollte versuchen, da reinzukommen. So.
ist ja wirklich ziemlich heruntergekommen hier. Don't worry. We'll make a fire. We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do they do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power, I can help us. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Daniel, you didn't even know. That shit was out of your control. But look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse. Or something. Hey, we have no clue what happened. And it's not your fault. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Da müssen wir uns aber beeilen, bevor sie uns isst. He's definitely a fast learner. Maybe too fast. So, hat angefangen mit der ersten Stunde mit fliegenden Flaschen, Zweige und Blätter, kleine Steine und einen großen Stein und einen Schneeball. Beziehungsweise Schneebälle stand da, glaube ich. The guy who came here sure had time to kill. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without he. Shit. Where did I put my lighter? Ja, wenn du das jetzt noch wüsstest, ne? The space scuba is hovering on a dead planet. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her pet by the fire. Daniel needs a doggo friend. High school feels so far away now. Da kann ich jetzt Tannenzapfen auswählen, oder wie? Ich weiß nicht, warum Daniel die weiter gesammelt hat. Okay. Okay. Ja. Wir suchen eigentlich ja das Feuerzeug.
hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit. Kinda weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. Hey, Shroom. You thirsty? Good girl. Then report to base. Feels weird to be living in their home. Papa und Maggie und John, Agathe Falls, Sommer 2096. Nee, 1993. Oh Gott. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? Hi Papa, sag Hallo zu deinen kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit darauf, Scarface zu sehen. Wir bleiben in der wahnsinnig Wohnung seines Freundes mit Sicht auf den Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor, doch ich weiß, dass John in einem Schloss in den Alpen ist. Also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr. Echt toll. Das neue Jahrtausend auf diese Weise zu beginnen. Ich vermisse die Urlaube in unserer geheimen Hütte. Ah, wahrscheinlich die hier. Aber nicht die Waschbären in meinem Zimmer. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Liebe euch alle, Maggie. Okay. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Wish I had more than tobacco, to be honest. There was a little bit left when we came. Uh-huh. Pretty disgusting, but helps staying warm. Feels almost good to be cut off from everything. Yep, no more indoor training sessions. Okay, schauen wir erstmal hier. Brief, Zeitung, altes Radio, Buntstifte. Also hier scheint doch ein Feuerzeug. Ah! Time to get warm. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Sehr geehrter Patrick Hill, dies ist deine Erinnerung an Ihren geplanten Chemotherapie-Termin im Hope-Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie die beigefügten Anweisungen als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 555 Hope von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Fischer. Okay, vielleicht sind die ja doch gestorben. No excuse not to binge read. Oh yeah, he definitely cared for us. Tankstellenbesitzer konfrontiert Flüchtlinge. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall, der durch zwei Außenseiter aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeiofficers im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stemper, Besitzer einer Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft, sagte, er konfrontierte die Brüder Sean und Daniel Diaz, nachdem er sie in seinen Laden erkannte. Stemper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder entkamen. Sie wirkten verloren. Ich wollte ihnen nur helfen, als ein Vater und Bürger. Ja, ja, du Arschloch. Ich weiß, wie du denen helfen wolltest. Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in einer Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews, Schwester von Wachtmeister... Kindred Matthews, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die sie erhielten, und auf Kritik, die online an Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Familie und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls, auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern in gefährlichen Heimen, und stellte diese Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen. Doch genauso wie wir um andere trauern, trauern wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Nein, das haben wir schon. I'm used to Hank, so
This will be different. Dead for a week. But at least we got some news. Ja, hättest du mal das gleiche Radio wie ich, ne? Das kannst du nämlich nochmal ankurbeln, um wieder alles aufzuladen. Wonder where Brody is now. Oh yeah. No internet. Scene. Ich bin ein besserer Autofahrer als Redner, also schreibe ich dir, wenn du und Daniel im Auto schlafen. Ach, das haben wir, glaube ich, schon mal in der letzten Folge irgendwann gelesen, ne? Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann, aber dafür gibt es einen guten Grund. So dysfunktional sie auch sein kann, Familie ist Familie. Als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah, wo meine Mutter derzeit ihren Kampf gegen den Krebs verliert. Ich muss dorthin. Du wirst ein paar Dollar in deinen Rucksack finden. Das ist alles an Bargeld, was ich übrig habe. Aber du brauchst es mehr als ich. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen. Doch sei bitte vorsichtig und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Seattle erzählst, dass ihr durch das Teilen desselben Schmerzes stärker werdet. Wenn ihr Mexiko erreicht, haltet euch bedeckt, bis ihr Leute trefft, auf die ihr euch auch wirklich verlassen könnt. Ich denke, dort seid ihr in jedem Fall sicherer als hier. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für Verhandlungen. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter besseren Umständen getroffen, doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeit helfen konnte. Passt auf euch auf, Brody. PS, melde dich, wenn ihr sicher seid. A Tribe Called West. Ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Es ist eine Weile her, dass ich einen Stift benutzt habe. Ich hoffe, du kannst das hier entziffern. Ja. Achso, ich muss hier wieder zurück. Daniels Bau, den schauen wir uns kurz an. Nice work, Daniel. How that Minecraft paid off. Ja, aber natürlich. Kinda reminds me of Dad's cheesy posters. Jetzt weiß ich auch, warum ich jahrelang Minecraft gespielt habe, um solche, Gotta love one-hit wonders. Solche Unterstände in verlassenen Häusern bauen zu können. So, ich denke mal, das wird This seine is fucking Tür cold, sein. So we put everything we didn't need in it and oder auch nicht. Keep okay. It closed. Das ist das Badezimmer. Achso, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja, Moment, erstmal das Feuer anmachen. Can't believe how much Daniel's powers have improved over the last four. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Ich habe Feuer gemacht. Guess it's time to start cooking. Und mit dieser glorreichen... Kannst du mal deine Klappe halten, Kleiner? Und mit dieser... Daniel's Delivery Service. Noch was? Danke. Und mit dieser glorreichen Aktion werde ich jetzt erstmal diese Folge beenden und werde schauen, dass wir dann in der nächsten Folge eventuell auch etwas zu essen finden, was wir machen können. Bis dann. Ciao.